Leute, ich habe heute mal ein anderes Video für euch. Heute geht es nicht um Make-up und Kosmetik. Heute geht es allein um Deko, Kerzen und die Wohlfühlsache. Ihr wisst ja alle, ich mag den Herbst unglaublich gern. Es ist die kühlere Zeit. Ja, manche werden denken, ich habe vielleicht einen Knall, aber die Sache mit dem Nebel, ich finde das unglaublich gemütlich, wenn man zu Hause auf der Couch sitzen kann, mit einer Decke, mit dem Punsch, mit dem Tee, keine Ahnung. Vielleicht kann man den Glühwein schon auspacken, wobei, ja, es gibt ihn bestimmt und es gibt ja auch schon Lebkuchen. Aber ich finde es einfach super, die kühleren Jahreszeiten. Man kuschelt sich ein, es ist bequem, es ist einfach gemütlich. Und genau in diesem Sinne, um eure Wohnung ein bisschen auf Herbst umzustellen, habe ich hier ein paar Sachen. Das meiste davon sind Kerzen und die Sachen, die dazugehören. Fangen wir mal an mit den Duftkerzen. Die habe ich hier in verschiedenen Größen. Das hier ist eine größere für 40 Stunden. Die kommt hier mit so einer Platte, ich weiß nicht genau, was es sein soll. Da drauf ist ein Handtuch abgelichtet, wenn man das hier besser sehen kann. Ja, wie mit so Wellnesssteinen und so eine Schüssel mit so Meersalz. Ich würde mal sagen, es riecht so... Es hat einen sehr angenehmen Geruch. Ich kann ja nicht sagen, was. Mehr so wellnessmäßig vielleicht, wie irgendeine Pflanze. Aber das kann ich nicht sagen. Gibt es schon in dem Glas fertig, braucht man nicht mehr irgendwo reinstellen. Ist ja praktisch mit einem Docht. So, die nächste Duftkerze, die ich habe. Da ist es wieder einfacher. Ist eine kleinere, auch im Glas. Erdbeeren. Und sie riecht wirklich super nach Erdbeeren. Also total fruchtig und total lecker. Hält 25 Stunden. Das ist einmal die. Und dann die zweite Duftrichtung, die es noch gab. Das wäre die da. Das kann ich wieder sehr schlecht sagen, aber ich würde sagen, es ist mehr so ein Quarkduft, beziehungsweise es könnte auch Flieder sein. Es ist auf jeden Fall wieder was Leichteres, auch wieder in dem Glas. Riecht auch sehr gut. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Duftrichtungen. Es gibt die blauen zum Beispiel fürs Bad, die mir meiner Meinung nach immer so ein bisschen nach Klostein riechen. Dann gibt es ganz viele mit Orange oder es gibt auch diese Schokokerzen, aber die sind mir persönlich zu intensiv. Ich kann die gar nicht ab, also es geht überhaupt nicht. Was anderes, was ich aber gefunden habe, was ich unglaublich toll finde und super, dass es sowas gibt, sind diese hier. Also so ein Dreier-Set, drei kleine, wenn man das so sehen kann. Zeigen wir es mal so. Drei verschiedene. Das ist hier so Karamell-Keks-Cookie-mäßig abgebildet. Und die riechen wirklich nach Karamell. Und Karamell ist fantastisch. Also ich persönlich mag Karamell unglaublich gern, bin total süchtig danach. Wenn es diese kleinen Toffees immer gibt, die wo so an den Zähnen kleben bleiben, die furchtbar umständlich zum Essen sind, aber die sind einfach nur der Hammer. Ich muss die einfach haben, wenn ich die irgendwo sehe. Und genauso sind die Kerzen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die anzünden werde. Vielleicht hole ich mir noch eine zweite Reihe und hebe mir eine auf, nur wegen dem Duft. Weil irgendwann sind sie aus und dann, ja, die wird es auch nicht immer geben. Weil ich denke mal, das ist die Weihnachtsserie, weil es gab auch noch welche mit Lebkuchengeruch. Die mir allerdings schon wieder zu intensiv waren. Und es gab noch welche mit Orange irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr. Müsst ihr selbst schauen. Die gibt es bestimmt noch länger, die sind ja neu. So, das nächste, was ich habe, sind Kerzenhalter. Und da habe ich hier ganz tolle gefunden. Die sehen so aus. Der Clou bei denen ist, die kann man für beide Sachen nehmen. Ich habe hier mal so kleine Demokerzen, einmal für solche, für in die Mitte vom Tisch. Für diese langen Stabkerzen, keine Ahnung, wenn ihr die seitlich irgendwo drapieren wollt oder für ein Essen in die Mitte vom Tisch, würde auch gehen. Und man kann die umdrehen, auf die schmale Seite stellen und dann oben ein Teelicht rein tun. Ich finde die klasse. Das ist so ein 2-in-1 Kerzenleuchte, die sind absolut super. Die kosten fast nichts, ich glaube 49 oder 59 Cent. Ich finde die echt super. Also ist eine ganz tolle Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich drei Stück davon. Bisschen was Ausstattung braucht man ja. So, das nächste ist ein bunter Teelichthalter. Beziehungsweise das ist auch für größere. Ich glaube vielleicht für die größeren Teelichter oder auch für die zu kleinen Stumpenkerzen. Das wäre so einer. Kann ich euch auch mal zeigen. Also ein Teelicht passt auf jeden Fall rein. Unten auch. Das ist so ein, ja, es ist nicht wirklich braun, auch nicht wirklich gelb. Das ist so dazwischen, so ein Ockerton, würde ich sagen. Es gibt die aber auch in diesem dunklen Lila, in diesem Magenta, wie man sieht, passend zur Wand. Ja, es kann man verschiedene Kerzen reintun. Ich will es nicht so hohe reintun, aber so kleinere. Das schimmert bestimmt schön mit dem Licht.
dann durch das Glas, durch das farbige Glas. Finde ich auch immer sehr schön. Vor allem kann man auch so als Dekoglas mal stehen lassen. Das ist nicht so unbedingt gleich als Gefäß für Kerzen ersichtlich. So, das nächste, was ich habe, sowas. So eine Dekoschale. Ist viereckig. Ist auch nicht so groß. Ist schwarz. Die gab es auch noch in weiß, aber ich fand die schwarzen schöner und einfach auch passender. Jetzt habe ich bloß nichts zum draufstellen. Ach doch, hier habe ich noch eine Kerze. Die könnte man hier so draufstellen, dass man hier so ein bisschen eine Größenvorstellung bekommt. Die Kerze ist ebenfalls auch neu. Das ist so, ich würde sagen, es ist mehr so ein bisschen wie Potpourri, aber ohne Obst. Keine Ahnung, nur die mit Rinde und nur die mit ein bisschen so Gras und so. Also es riecht auf jeden Fall wirklich gut. Es riecht nach Wald, würde ich sagen, wenn man mich fragen würde. Also ist das eine graue Kerze mit Waldgeruch. Mag vielleicht auch nicht jeder, aber ich fand es gut, weil es auch nicht so intensiv ist. Passt hier sehr schön auf diese oder auf die bisschen kleineren, die weißen. Ein bisschen mehr sowas mit Muster. So sehen die aus. Die sind in klein auch für Kerzen zum Draufstehen. Passen da jetzt auch größere Stumpenkerzen drauf oder man macht eine kleinere drauf, je nachdem, was man will. Kann auch gar keine Kerze draufstellen, sondern irgendwie hier so ein bisschen so ein Deko-Filz und eine Figur draufstellen. Also da ist euch das, wie ihr das wollt, das ist euch ganz euch selbst überlassen. Und die gibt es auch noch in groß. Das wäre dann die große dazu. Hier sieht man hier den Größenunterschied. Ich weiß nicht, kann man das so sehen, wenn man das hier so hält? So vielleicht. Ja. das könnte man jetzt auch als Tablett hernehmen. Ich habe es mir auch vielleicht gedacht, dass ich eine schöne Flasche draufstelle und ein paar Gläser außenrum. Oder auch vielleicht als Unterplatte für einen Adventskranz dann, weil vier Kerzen bringt man da locker drauf. Egal welche Größe, dann könnte man außen noch so ein bisschen Deko, so Christbaumkugeln oder ein bisschen wirklich wie Potpourri oder kleine Figuren, je nachdem was man haben will, außenrum tun. Die hat hier hinten so Standfüßchen, also die rutscht auch nicht weg. Ist sehr schön. Wie gesagt, oder auch als Serviertablett, wobei ich glaube, dass da die Oberfläche sehr rutschig ist. Also da muss man schon sehr gerade gehen können. Also nichts für mich, weil irgendwie, wenn ich so ein Tablett in der Hand halte, das wackelt schon immer sehr. Da habe ich nicht die ruhigsten Hände für sowas. Dann habe ich noch eine Laterne. Vielleicht ein bisschen an St. Martin angelehnt. Nee, war nur ein Witz. Weil ich die Laternen von IKEA generell sehr süß finde. Die gibt es immer wieder in verschiedenen Farben. Kann man auch hier aufmachen. Kann man auch hier herin, glaube ich, jetzt ein Teelicht, jetzt habe ich keins mehr, hier ein Teelicht reinstellen, dann zumachen, natürlich das auch anzünden. Die hat oben so ein Sternmuster. Da geht dann das Licht ganz schön raus. Oder ihr stellt sie einfach so in das Deko. Ich habe die auch in ganz vielen verschiedenen Farben, weil meine Räume alle unterschiedlich gestrichen sind, also eine Wand mindestens. Deswegen bin ich dann mit so neutralen Farben immer am besten bedient, mit Schwarz oder Weiß. Weil die passen einfach zu den meisten meiner Sachen. Ich habe die natürlich auch in Rosa und die gibt es auch in Rot und in Grün und ich glaube, also in so einem Tannengrün und ich glaube in Gelb und in Blau oder in Orange und in Blau. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich kann es nicht genau sagen, da müsstet ihr selbst schon, aber die gibt es auf jeden Fall mehr Farben und die gibt es auch in einer größeren Größe. Also mindestens doppelt so groß und doppelt so breit, aber fürs Fensterbrett reichen die vollkommen. Ja, soweit zu dem. Dann habe ich noch was ganz Alltägliches, nichts Besonderes, so eine Plastikkiste, nichts mit Deko zu tun, fürs Bad. Habe ich mir so einen Deckel dazu gekauft. Ich werde jetzt meine ganzen Haargummis und Haaraccessoires reintun, weil die fliegen immer irgendwo rum. Meine Haarklammern und die kleinen Kissen für einen Dutt, das werde ich da reintun als Aufbewahrungsbox. Die gibt es auch in mehreren Größen, gibt es auch alle mit Deckel und auch unterschiedliche Tiefen. Für das Bad finde ich aber das die beste Größe. Das ist die kleinste von allen, wo es gibt. Weil, ja, erstens sind die Schränke nicht so tief und nicht so breit. Und es ist übersichtlicher. Man kann man nicht so viel in eins packen. Es ist ganz gut zum Verstauen. Finde ich optimal. So, dann habe ich noch zwei Kerzenhalter aus Metall. Wie man das hören kann, in verschiedenen Größen. Die gibt es mit unterschiedlichen Mustern. Mir hat jetzt das Stabmuster am besten gefallen. Ich glaube, die gibt es auch noch mit Gold auf jeden Fall, aber mit Gold und in Sternmuster, glaube ich. Und in Silber noch mit einem anderen Muster. Habe ich jetzt hier so in verschiedenen Größen. Das könnte man jetzt so versetzt stellen. Ich habe zum Beispiel auch so eine Stundenkerze wieder reinpassen, wobei die fast schon ein bisschen zu hoch ist.
In das kleine könnte man auch eine kleinere Kerze reintun, beziehungsweise auch wieder dann ein Teelicht, wobei ich glaube, ein Teelicht, das verschwindet schon ein bisschen. Ja, es wird gehen, aber es ist schon sehr wenig Licht für das. Die hatte ich noch, die fand ich noch ganz nett. So. Soweit zu dem. Das war's. Mein Herbstdekorationsvideo für euch. Vielleicht mache ich sowas für Weihnachten auch noch, wo ich ein bisschen spezifischer auf die Weihnachtszeit eingehe. Das allerdings reicht jetzt erstmal, das muss ich erstmal unterbringen. Meine ganzen Kerzen verduften lassen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Daumen hoch und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao, meine Lieben!